Baskets. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von S. Oliver Baskets TV, dem Internetmagazin, das Ihnen alles über Würzburgs Erstliga-Korbjäger näher bringt. Wir melden uns aus dem vollbesetzten Künstlerkeller des Würzburger Wirtshauses Brombach und bei uns zu Gast von den S. Oliver Baskets zum einen Maurice Ducky. Und Würzburgs wiedererstarkter Verteidigungsminister, herzlich willkommen, John Little. Auch wenn es eine Niederlage gestern beim FC Bayern München war, Maurice, ich glaube, man ist mit einem besseren Gefühl nach Hause gefahren. Ja, also ich denke, dass wir trotzdem mit einer breiten Brust nach Hause fahren können. Hat ja letzte Woche gegen Braunschweig angefangen, konnten wir uns fortsetzen gegen München. Leider, ja, hat es da nicht ganz gereicht. München hat halt eine sehr tiefe Bank, aber wir sind auf jeden Fall mit einer breiten Brust aus dem Spiel raus. John, was war der Unterschied gegen die Bayern im Vergleich zu den letzten Auswärtsspielen in Ulm? Gut, da warst du nicht dabei, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Oder dann eben in Bamberg, wo es doch relativ klare Sachen waren und der Gegner gestern mit Bayern München war ja doch nicht aus Pappe. Aber was war der Unterschied? Was war anders als bei den Spielen auswärts in Bamberg und Ulm? I think the biggest difference was our attitude, the way we came out. We came out really confident. We had a great 2 weeks of practice leading up to this game. A great game in Braunschweig to leap us into this next week going into Munich. And I think we brought that confidence going there. We were playing with a good rhythm. And I think that was the biggest difference coming out there playing against Bayern. Even though we came up a little bit short, it was a great fight from every guy on the team. And we supported each other. And if we keep heading that right direction, we're gonna get a lot more wins. Was ist mit John Little passiert? 3 von 3er, Augen zu und rein? I don't know. Don't know. Kannst du es ihm erklären? Also ich habe es die Woche im Training auf jeden Fall gesehen. Die Würfe, die er da getroffen hat, waren noch genau dieselben Würfe, die er im Training getroffen hat. Und ja, ich glaube, da hat er einfach seinen Rhythmus fürs Spiel bekommen. Deinen Rhythmus hast du in der Saison nicht wirklich gefunden, oder war das nur ein Eindruck, der von außen täuscht? I don't know. It's just been tough this year, you know. But I mean, that's my job. I'm starting to get a little bit better rhythm, working a little bit more, doing some extra things, and it's helping this last game. And hopefully, it'll pay off the last 7 games of the season. Was glaubst du, John? Was ist dieser Hemmschuh gewesen jetzt in dieser Saison für dich? Es gibt up and down, und jetzt wieder so endlich angekommen. Fühlt man das auch? That's tough. I mean, there's been a lot of different things. We've had a lot of different players in and out. We've obviously had a coaching change, so it's been going from one style of play to a different style of play. But I think we're getting used to the way we're trying to play and the things that we're trying to be good at, and I'm starting to get a little bit more comfortable with it. And I think all the guys on the team too. I think especially out of all the guys this season, Mo has done an exceptional job with going through both changes, and he's really been our unsung hero this whole season. Scheinbar unbeeindruckt von diesen Höhen und Tiefen, auf und ab. Woran liegt's, Maurice? Also ich sag mal so, zu Anfang der Saison hatte ich ja selber eine frustrierende Phase, wo ich wenig gespielt habe. Wenn ich gespielt habe, war ich sehr unsicher. Ja, ich sag mal so, mit dem Trainerwechsel kam dann, ja, also ich sag mal so, es konnte nicht schlechter laufen. Also für mich persönlich jetzt, ich habe dann einfach gesagt, okay, jetzt muss ich was ändern. Das ist eine neue Chance für mich und habe dann einfach die Chance ergriffen und versucht, Sachen besser zu machen. Wie weit muss man sich das vorstellen, diese Frustrationsphase? Wie bewältigst du die? Ja, meine Familie hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, muss ich sagen, in der Phase dann. Natürlich meine ganzen Teamkollegen haben mir geholfen, Mike hat mir sehr viel geholfen in der Hinsicht und ich habe einfach weitergearbeitet, die Sachen gemacht, die ich vorher auch immer gemacht habe, die ich jetzt immer noch mache. Und ja, dann überwindet man so eine Phase. Wie weit ärgert man sich dann, dass die Niederlage letztlich, wenn man sie dann auf dem Papier sieht, wie gestern in München, dann doch ein Stück weit zu deutlich war? Ja, also ich sag mal so, ob man jetzt mit 20 verliert oder mit einem, man ärgert sich genauso. Niederlage ist Niederlage, ja. John, Maurice hat gerade eben gesagt, seine Familie hat ihm ein Stück weit geholfen. Bei dir hat sich das Leben ein Stück weit verändert. Mit Kingston ist jetzt der Sohnemann da. Beeinflusst das auch den Job? Definitely. Having Kingston and my wife around, it makes things a lot easier, you know. It motivates me to work hard every day. And
just, I mean, they're always there to support me anytime things are bad. They're there for me. And they're, I mean, I can come home, I see Kingston, and it'll make me smile immediately when things are bad. And that helps. And it motivates me to get out there and just go play harder every day and work hard in practice. And I know if I keep doing those things, the results will come. Argument für noch mehr Nachwuchs? Not yet. We'll start working on maybe sometime next season. I don't know. We have to go on vacation first. Wie sieht's bei Maurice Stuckey aus? Schon mal drüber nachgedacht? Kingston ist ein Süßer. Das ist er definitiv. Ja, aber bei mir hat das noch ein bisschen Zeit. Aber Freundin schon mal drüber gesprochen? Existiert nicht. Existiert nicht? Freundin gibt es keine, nein. Gibt es keine? Gab's mal? Gab es mal, ja. Okay. Ist das dann die Befreiung gewesen, warum es plötzlich beim Basketball besser läuft? Na, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also. Also sie schaut jetzt vielleicht auch nicht zu. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Das hatte andere Gründe. Die willst du uns aber nicht verraten? Was, die Befreiungsgründe? Ja. Ja, ich habe einfach Spielzeit und Vertrauen vom Trainer gekriegt. Das sind die Gründe. Und, ja. Mo sagt es gerade eben, John, Trainerwechsel, du hast es vorhin auch angesprochen. Inwieweit ist dieser Unterschied Marcel Schröder, Stefan Koch? Wie würdest du die beiden, was ist der größte Unterschied? I would say Coach Koch is more of a, he's more of a defensive coach. Marcel is more of an offensive-minded guy. He knows a lot of ways to get the offense going. I mean, you can see by how much we scored then. And I think Stefan is probably a little bit more, he is more, you could tell he's more seasoned. He's coached for longer. He understands players, how to interact and stuff too. But I think Marcel was just young, and that's all it was. You know, I think he has a bright future still in coaching. And you can just see Stefan Koch, he's familiar with the BBL, he's seasoned, he knows how to use players and go about winning games. Mo, würdest du sagen, mit oder ohne Trainerwechsel würdet ihr jetzt anders dastehen? Es ist schwierig zu sagen. Ich sage, so ein Trainerwechsel bringt dann natürlich dann einen ganz anderen oder einen neuen Schwung mit rein. Ja. Das ist eine Frage, die ich jetzt leider nicht so beantworten kann. Also ich weiß es nicht. Ja. Kriegt man das im Team mit, wenn sich sowas anbahnt? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Kriegt ja auch viel in der Zeitung, Medien einfach mit. Und ja, da wird auch dann im Team dann gerätselt, okay, was passiert jetzt? Und natürlich mit einem Trainerwechsel ändern sich dann auch die ganzen Systeme, Spielweise. Da muss man sich da wieder umstellen, hier wieder umstellen. Und, ja, da wird schon drüber geredet. Eine andere Komponente, von der man zum Glück jetzt nichts mehr hört, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dass es finanziell besser aussieht. War das eine Situation, die die Mannschaft auch belastet hat, als es diese finanziellen Probleme gab, als die Baskets kurz vor dem Ausstanden schon? No, I really don't think that was an issue. The management and the club came in right away to tell us that everything was basically fine on the player side and that we really didn't have anything to worry about with just basketball. Which I think made things a lot easier. They kind of reassured us and made us feel comfortable that everything's okay. But besides that, I don't think that affected any what was going on in the court because they pretty much made it clear that everything on the player side and everything, that's fine. We're going to keep playing. Everything's going to be okay. Wo ein Nebeneffekt dieser finanziellen Krise war, dass ihr Bernd Freier mal kennengelernt habt. Imposante Erscheinung, denkwürdig sicherlich dieser Auftritt vor den Sponsoren mit Klitschko. Das ist eine sehr impulsive Persönlichkeit, würde ich sagen. Also ist sehr, sehr lautstark, sagt klar und deutlich, was er will. Und ja, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch mal gebraucht, dass er da vielleicht mal auf den Tisch schaut. John, schon mal so einen impulsiven, extrovertierten Clubbesitzer kennengelernt in deiner Karriere davor? No, I have not. Nah, but he seems like he's a pretty good guy. I just find him funny, the stuff he says, and I mean, he'll basically say anything, really. Ist es so, wenn ihr euch quasi beim Aufwärmen dann diesen Spot sieht, also viele werden sich vielleicht wundern, warum der seit ein paar Tagen läuft, bei den Heimspielen mit dieser American Football Legende, der immer sagt, win, 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 ist es dann spätestens der Moment, dass man sagt, oh, Bernd Freier, wir müssen aufpassen? For me, no. I mean, it doesn't, I mean, I feel, when I go out there, I want to win anyway. I don't need the extra, but
I mean, I feel like I'm self-motivated to win games anyway every time. I'm giving my best effort. But, I mean, it does help. It does. I think it fires guys up. It gets you in a good mood. And I think it's a good thing before the game just to get you right, maybe to refocus right before that game starts. Like, just go out there and give it your all. Ist es der Reminder, verbindest du das sofort mit Bernd Freier? Die Worte, ja. Also das Sponsorentreffen auf jeden Fall. Ja, doch, aber es ist eigentlich so, wie Litt das gesagt hat. Es gab ja dann auch noch diverse andere Treffen. Er hat euch zum Einkaufen eingeladen, ihr wart zusammen Abendessen, was, glaube ich, eine ganz bemerkenswerte Aktion war. Also der Tisch mit der Vereinsführung, der hat ihn überhaupt nicht interessiert. Das heißt, bei euch am Tisch. Um was ging's? Eigentlich ganz, ganz lustige Sachen. Es ging auch mal kurz um die Kellnerinnen. ja, es war, ja, klar, also er hat hauptsächlich über das Gewinn gesprochen, aber auch uns noch ganz andere lustige Sachen erzählt jetzt. Über die Autos, die er hat. Und es ging auch mal kurz übers Golfen. Und es war da nicht so viel die Rede vom Basketball. Ihr habt aber Handynummern ausgetauscht, was ich mitbekommen habe, stimmt? Ein paar Spieler haben Handynummer ausgetauscht. Du auch? Ich auch, ja. Wie oft hast du ihn seither angerufen? Ich habe ihn bis jetzt noch nicht angerufen. Ja. Aber er hat gesagt, jederzeit, Tag und Nacht, kannst du ihn anrufen. Hat er mir angeboten, ja. Was müsste passieren, dass du seine Nummer wählst? Das wüsste ich jetzt nicht. John, hast du auch seine Handynummer bekommen an diesem ominösen Abend? I did not. No. No, luckily I didn't get it. And he didn't get mine. Mo, zurück zum Sportlichen. Es geht jetzt auf die Zielgerade in der Bundesliga. Ist so ein bisschen, ich glaube, auch im Umfeld, man sieht es, es ist wieder sehr, sehr viel los heute. Ist so gedanklich beschäftigt ein dieser Klassenerhalt? Ist das noch ein Thema? Man meinte, es ist schon fast durch irgendwie vom Gefühl her. Hast du auch so ein Gefühl? Obwohl es ja definitiv nicht so ist. Ja, aber es fühlt sich gut an. Also wir fühlen uns selbstbewusst als Mannschaft. Ich glaube, wir haben da richtig zueinander gefunden. Jeder kennt seine Rolle. Und ja, wenn man jetzt die letzten zwei Spiele sieht, wie intensiv und fokussiert und engagiert wir rangegangen sind an die Sache. Und ja, jeder weiß einfach, was er machen soll. Dann mache ich mir auch gar keine Sorgen jetzt über die restlichen Spiele. Was glaubst du, wer am Ende dann hinter euch stehen wird? Mir ist egal, dass wir da hinten nicht stehen. Ansonsten ist es mir eigentlich relativ wurscht. John, auch dieses Gefühl, dass man denkt, man ist jetzt eigentlich über dem Berg, obwohl es eigentlich, wenn man auf die Tabelle schaut, nicht so ist? Once we know that we're in there, I mean, I think it's gonna be a good feeling that we'll be staying in the league and that we're safe. I mean, that's our accomplishment right now. So when we get that, it's gonna be a breath of fresh air, and we'll all be able to breathe easy and know that we'll be coming back to the Baker BBL next season and you can start anew. Jetzt gibt's bei S. Oliver Baskets TV was zu gewinnen. Wie Sie an die Preise kommen und was Sie tun müssen, um bei unserem Gewinnspiel mitzumachen, erfahren Sie jetzt. Mach mit beim S. Oliver Baskets TV Gewinnspiel und gewinne das Original S. Oliver Baskets Fanpaket, bestehend aus Basecap und Fanschal. Geh auf www.meinpost.de/baskets, hinterlasse deinen Namen und deine E-Mail-Adresse und mit ein bisschen Glück kannst du dich schon bald über das Fanpaket der S. Oliver Baskets freuen. Zurück im Künstlerkeller des Würzburger Wirtshauses Brombach bei S. Oliver Baskets TV. Heute bei uns zu Gast Maurice Ducky. Und John Little. Kurz vor der Pause hat er ja gesagt, nächstes Jahr wollen wir wieder bei Null anfangen in der Basketball-Bundesliga. Beide Verträge laufen aus zum Saisonende. Maurice, bei dir ist es noch eine Konstellation ausgeliehen, noch von Bamberg. Inwieweit sind da die Gespräche jetzt am Laufen? Hat die Bamberg schon mal gemeldet? Hast du dich bei Bamberg schon mal gemeldet? Oder sagst du jetzt nein, das macht mein Agent? Also ich habe meinen Agenten dafür. Der macht solche Sachen, aber das ist eine Sache, mit der will ich mich noch gar nicht beschäftigen. Jetzt Ziel ist jetzt hier den Klassenerhalt zu sichern und ja, darauf konzentriere ich mich. Eine Tendenz wird es doch aber schon geben, oder? Nein, die gibt es noch nicht. Also mein Vertrag läuft am 30.06. aus, hier und in Bamberg. Und ja, Gespräche wird es dann, denke ich, nach der Saison geben. Aber du musst deinem Agenten ja eine Richtung vorgeben. Ich denke, die Spiele, die Leistung, die du jetzt zeigst, wird ja sicherlich förderlich sein, um sich noch attraktiver auf dem Markt zu machen. Ja, also mir gefällt es persönlich hier sehr gut in Würzburg. Und
ja, mal gucken, was passiert. Also ich kann dazu wirklich noch nichts sagen, weil ich habe auch zu meinem Agenten gesagt, ich will mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, hier den Klassenerhalt zu sichern. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Und der Rest, der erledigt sich dann von selbst. Was muss passieren, dass du hier bleibst? Also erstmal der Klassenerhalt, das ist natürlich das Wichtigste, ja. Willst du uns jetzt keine Hoffnung machen? Ich kann noch nichts sagen. Schwierige Situation oder, weil es sportlich eben so gut läuft, eher eine komfortable Situation? Eine ungewohnte Situation, weil ich war bis jetzt nie in so einer Situation. Ich bin ja damals mit 19 nach Bamberg, habe dann da meinen Dreijahresvertrag unterschrieben und das ist jetzt so gesehen mein erster Vertrag, der ausläuft. Von daher ist es jetzt für mich selber eine aufregende und noch, ja, ungewohnte Situation. John, du hast es gesagt. Du hast gesagt, resetten, auf Null stellen, nächste Saison wieder. Für dich ist scheinbar klar, du bleibst in Würzburg ein viertes Jahr. Nothing's clear yet. I mean, I don't know what's going on. I mean, we usually have to wait till the end of the season before anything like that starts talking. So, I probably know when you guys know. Wenn du Kingston heute fragen würdest, würde er sagen, ja, in Würzburg bleiben? Kingston would probably say stay, yes. Wäre dann doch für dich was mit Kindern, oder? Wäre die Entscheidung leichter? Ja. Vielleicht, weiß ich nicht. Jetzt habt ihr quasi das Bayern-Spiel. Jetzt ist mal fast 14 Tage Pause, bis es dann am Freitag übernächster Woche gegen Frankfurt zu Hause geht. Eine Zeit habt ihr auch mal frei bekommen, ich glaube nächstes Wochenende? Genau, das kommende Wochenende ist jetzt frei. Freut man sich dann da drauf? Ja, vor allem, weil meine kleine Schwester hat am Donnerstag Geburtstag und dann geht es am Samstag ins Legoland. Da doch mal ein bisschen entspannen und abschalten, ja. Was machst du an den freien Tagen dann? Nächstes Wochenende wird Stefan Koch euch ein paar Tage freigeben, aber er hat gesagt, die Jungs haben trotzdem Aufgaben zu erledigen. Was sind das für Aufgaben und was hast du dann noch Zeit, Freizeit zu machen? I don't know. If he says we're gonna have a lot of tasks, then we might just be doing those tasks and in between there sleeping. Frankfurt jetzt auch ganz gut aufsteigende Tendenz, die Bayern geschlagen, jetzt am Wochenende den nächsten Sieg nachgelegt. Macht es das einfacher, wenn die jetzt mit zwei Siegen kommen? Ja, also die werden auf jeden Fall mit einer breiten Brust herfahren, denke ich. Und Frankfurt ist eh immer eine ganz unangenehme Mannschaft zu spielen, sind ja auch sehr intensiv, aggressiv. Und ja, aber ich sage mal so, wir werden auf jeden Fall mit einer breiten Brust entgegentreten und dann müssen sie erstmal schauen, dass sie hier gewinnen können. Inwieweit ist diese Geschichte mit der Ausländerregelung, also einer muss ja immer aussetzen, der Kollegen, inwieweit erfahrt ihr das im Vorfeld des Spiels schon? Ist das im Training schon zu merken? Jeder gibt immer alles. Ist jetzt nicht so, dass jetzt einer meint, okay, vielleicht muss ich jetzt aussetzen am Wochenende, deswegen gebe ich jetzt nur 80%. Jeder gibt alles, weil somit hilft er dem Team auch schon weiter im Training. Und ja, letztendlich, wer dann spielt oder nicht, das entscheiden halt die Trainer dann. Aber wann kriegt ihr das dann mit? Auch erst in der Besprechung vor dem Spiel, kurz vorher? Oder zeichnet sich das ab? Ist das zu? Ja, es ist dann wirklich, manchmal ist es ein Tag vorher, manchmal ist es vielleicht am selben Morgen. Es ist immer unterschiedlich. Bro, was glaubst du, was ist euer größter Trumpf im Kampf um den Klassenerhalt? Was glaubst du, was ihr habt, was die anderen Mannschaften, mit denen ihr euch da hinten duelliert, nicht haben? Ich glaube einfach den Willen da hinten einfach zu verteidigen und einfach nicht absteigen zu wollen. Also wir haben es jetzt die letzten Wochen gesehen, dass es so ist und ich sehe es jeden Tag im Training. Wir geben alles und jeder arbeitet dann, also selbst nach dem Training hart an sich selbst und ja, ich glaube einfach den Willen nicht absteigen zu wollen. Was glaubst du, John, was ist euer großer Trumpf, euer Vorteil im Kampf um den Klassenerhalt? Our advantage, I think we have veteran guys. And we got guys that have been in the league for a long time, and I feel like down the stretch, I think we're gonna get better with that pressure coming on, and we're gonna play our best basketball that we played all season, and I think we're starting to round into that type of shape. I really feel that way, especially the last couple weeks. Practice have been intense, but they've been a lot of fun, and guys have been battling, and we're still steadily rising. Maurice, eine drängende Frage habe ich noch. Du bist ja jetzt offiziell Angestellter der Brose Baskets Bamberg. Darfst du dann auf deine Visitenkarte auch den Meistertitel schreiben? Nein, will ich auch gar nicht, weil ich habe ja gar nichts dazu beigetragen und ich bin ja Würzburger, von daher. Ja.
Wie ist der Kontakt während der Zeit oder ist es einfach, ja, ich bin in Würzburg? Ja, ich bin in Würzburg. Also ich verstehe mit Carsten Tader zum Beispiel ganz gut, jetzt auch über mehrere Jahre schon. Und da quatschen wir halt ab und zu, aber das ist so die einzige Person aus Bamberg, mit der ich da wirklich noch Kontakt habe. Jetzt habt ihr beide Kontrahenten, zumindest die großen gehandelten Favoriten, in kürzer Zeit hintereinander gespielt, Bamberg und Bayern. Wer wird deutscher Meister? Es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, beide Teams treffen sich da auf Augenhöhe. Und ja, ich gehe mal von aus, dass beide im Finale sein werden. Und es wird auf jeden Fall interessant sein anzuschauen. Und wem würdest du in diesem Falle die Daumen drücken? Als Würzburger? Also die Daumen drücken würde ich natürlich alten Freunden und Bekannten natürlich. Ja. Das wäre dann natürlich die Bamberger Seite. Ja. John, was wünschst du dir für die letzten 7 Spiele? I just wish we win. That's it. Nothing else. Just win these games and let's go home happy. Bei 7 Siegen in Serie dürftest du dann auch die Telefonnummer wählen, oder? Ja, ich glaube, er wird dann noch selber auftauchen. Ja, wir sagen vielen, vielen Dank und hoffen, dass ihr in der nächsten Saison dann wieder in der Basketball-Bundesliga auftaucht, nämlich ein bisschen weiter oben vielleicht dann. Und euch beide dann wieder auch hier sehen. Morris Ducke, jetzt hast du noch die letzte Chance zu sagen, ja klar, sehen wir uns wieder hier. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert, genau. Ja. Wir sagen vielen, vielen Dank, John Little. Und wir halten fest im Würzburger Morris Ducke. S. Oliver Baskets TV gibt es dann wieder nach dem Spiel gegen Frankfurt. Nämlich, wir sehen uns dann hier wieder in Brombach am 7. April um 20.30 Uhr. Bis dahin, wir sehen uns. Viel Spaß. Danke. Thank you.